Ich kann sehr viel von meinem Ansehen der Redaktion gegenüber verlieren, wenn gewisse Titel nicht in dieser Liste drin sind. Also ich sag jetzt einfach mal nur, und es mag keinen überraschen, aber wenn Secret of Mana nicht da drin ist, ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaube, ich kann niemanden mehr in der Redaktion angucken danach. Alter! Ich weiß nicht, ob die... Also... Sebastian, das tut mir leid. Das tut mir leid, aber ich glaube, bei solchen Dingern ist es dann eher raus, weil dann hast du auch die, du hast dann die Leute, die dann aus der Ära, manche würden dann Chrono Trigger sagen, manche würden Final Fantasy VI sagen, Secret of Mana oder so. Ich glaube, da ist es schwerer, eine Einigung zu finden, als dann so einen, so einen Witcher, was eben alle draufpacken. Ich würde auch eher tippen, dass wenn ein Super Nintendo RPG drauf ist, dann würde ich eher auf Chrono Trigger tippen, als alles andere. So, du würdest vielleicht Leute da drin, du wirst vielleicht ein, zwei Leute haben, die Earthbound oder so sagen. Oder Secret of Mana. Aber ich glaube, Chrono Trigger würden mehr sagen. Chrono Trigger war ja sogar in der GameStar-Liste drin, ne? Das war sogar in der GameStar-Liste der besten Stories oder so. Ne, Persona 5 auf jeden Fall, das haben wahrscheinlich alle gespielt. Ich glaube, ein Xenoblade wirst du da nicht drin haben. Es könnte in World of Warcraft drin vorkommen. Ein MMO könnte theoretisch drin sein. Bei Final Fantasy habe ich einfach habe ich das Gefühl, dass es zu sehr aufgesplittet ist zwischen den Teilen. Es ist eher Xenosaga, das packt so ein Gregor und einen Trant rein. Wer denn sonst noch? Ist halt auch mehr Action. Na, Secret of Mana ist schon, das ist ein Action-RPG. Ist halt schon ein Rollenspiel. Diese Redaktion! Ach Sebastian, reg dich nicht so auf. Es ist doch nur eine Liste. Eine weitere Ich hoffe, ich fühle mich jetzt mit Sebastian nachher verbunden, wenn er sich über Sachen aufregt. Ich bin mal gespannt. Um genau zu sein, dieses Mal mit dem Thema Rollenspiele. Für diejenigen unter euch, die letzten Ausgaben zu Open-World-Spielen und Ego-Shootern verpasst haben, fassen wir Du hast halt auch das Problem, wenn manche Leute dann für sich persönlich die Grenze eines Rollenspiels anders setzen, weil du kannst definitiv verargumentieren, dass Zelda ein RPG ist. Du kannst definitiv verargumentieren, dass auch ein paar andere Spiele RPGs sind, bei denen dann manche Leute nicht zustimmen würden. Also auch da ist es, wenn ich halt über so eine Liste nachdenke, dann müssten es halt die sein, wo du eher die größten gemeinsamen Nenner hast. Elex 2, ich glaube, da ist, wenn eher, du könntest Leute da drin haben, die garantiert einen Risen oder so draufpacken. Von den Älteren, die würden dann eher einen Gothic oder so reinpacken. Na, wenn du jetzt, ich weiß nicht zum Beispiel, ob da auch jemand wie... weil das ist ja die Redaktion, deswegen wird wahrscheinlich jetzt jemand wie Gregor oder so keine Liste abgegeben haben. Deswegen, ich glaube nicht, dass du davon großartig Leuten Suikoden oder Final Fantasy Tactics oder Vagrant Story oder sowas drin haben wirst, sondern wenn von den halt wirklich populärsten Sachen. Die Regelbasis nochmal kurz zusammen. Jedes Mitglied der Game 2 Redaktion. Verstehe nicht, warum man direkt so schnell nach Open World RPG macht. Ja, das hatte ich mir gerade eben auch ein bisschen gefragt, ne, weil du wirst doppelte Sachen drin haben. Du wirst hundertprozentig Elden Ring da drin haben. 100 pro. Genau wie Witcher 3. Und die waren auch schon ganz weit oben in der vorigen Liste. Jon hat eine persönliche Top-10-Liste mit den seiner oder ihrer Meinung nach besten Rollenspielen aller Zeiten erstellt. Je nach Platzierung wurden zwischen einem und 10 Punkte verteilt, um im Anschluss aus der Summe aller Ich muss mir noch die, das habe ich noch ganz vergessen, ich muss mir auch noch diese GameStar-Liste ansehen, der 100, 150 besten RPGs. Punkte eine finale Liste unserer Lieblingsrollenspiele. Die habe ich auch noch gar nicht betrachtet. Die Aufgabe von Esther und Sebastian liegt jetzt darin zu erraten, welche Spiele es wohl in die Liste geschafft haben. Welche Mitarbeiter gefeuert werden. Und bevor es jetzt losgeht, folgt noch eine kurze Info. MMORPGs sparen wir in dieser Liste aus. Also, viel Erfolg. Okay, also kein WoW, kein Final Fantasy 14. Ich nehme sowas wie, keine Ahnung, Skyrim. Deswegen habe ich ja gesagt, das ist so ein Bethesda RPG und dann müsstest du halt gucken, so Skyrim werden wahrscheinlich die meisten gespielt haben, aber je nachdem, wie das auch beim Alter tendiert, könntest du vielleicht sogar Leute haben, die eher einen Oblivion oder Morrowind reinnehmen und im schlimmsten Fall haben sich die Sachen gegenseitig kannibalisiert. Aber ich würde wahrscheinlich auch eher tippen, dass wenn von den Sachen in Skyrim als erstes da ist. Looking for something particular. Okay, 7. Ja.
verstehe ich nicht. Also ich finde nicht, dass Skyrim ein schlechtes Spiel ist, aber ich... Komm, sag's, komm, lass es raus, ich weiß, du willst es. Lass es einfach raus. Sag, Skyrim ist die größte Scheiße auf Erden. Los. Lass einfach alles brennen. Lass es raus. Einmal mit so einem Schwert schlagen und sofort Hass kriegen, auf jeden Fall. Ist nicht gecatcht. Game viel aus der Hölle bei dem Spiel. Aber es ist natürlich so rein historisch betrachtet einfach ein wichtiges Spiel für das Genre, deshalb ist es okay. Aber Platz 7. Geb ich. Oh, ich fühle das bisher so sehr. Ah, muss nicht sein. Ja gut, dann nehmen wir doch einfach einen aktuellen Klassiker. Mhm. Baldur's Gate 3. Ja. Ah. Hallo. Ja, er wird auf jeden Fall drauf sein. Oh. Ja, oh. Ja, das dachte ich mir. Eins? Ja, natürlich. Okay. Er ist halt Recency Bias. Deswegen, das werden die meisten Leute gerade an denken, deswegen draufgepackt haben. Da musst du, das kann ja auch da dauerhaft stimmen, aber es ist halt schwer, sowas, finde ich, direkt in eine Liste auf irgendwie den höchsten Platz zu packen, wenn du noch keine Zeit hattest, das dann irgendwie sacken zu lassen oder nochmal dann irgendwie zu spielen. Das ist okay. Das war so ein Ereignis irgendwie, als das rauskam und wirklich alle, jeder hier, mit dem ich geredet habe, dauerhaft. Ja, ich warte noch auf meine, keine Ahnung, ich glaube, die Xbox-Version, die braucht länger. Ich sehe alle Leute posten, wie sie ihre PS5-Version haben. Ich habe noch keinen seine Xbox-Version posten sehen. Ich warte noch, dass meine irgendwann in der Post kommt. Deswegen, ich lasse das ja sogar offen, dass ich nachher auch sage, ja, keine Ahnung, das ist irgendwie das beste Ding, was ich jemals gespielt habe. Es ist halt nur, finde ich immer schwer, dann jetzt schon zu sagen, so wenn das Spiel ein halbes Jahr alt ist, oh, das ist das Beste in dem Genre aller Zeiten, weil dafür musst du es... Dafür finde ich, muss das einfach mal ein bisschen sacken lassen und nochmal drüber denken und drüber besprechen. Weil ich höre auch von so vielen Leuten immer, dass der dritte Akt irgendwie ein Käse sein soll. Und dann weiß ich nicht, kann ein Rollenspiel das beste Rollenspiel aller Zeiten sein, wenn es irgendwie gegen Ende abflaut? I don't know. Nur über Baldur's Gate geredet haben und erzählt haben, was möglich ist und so. Ja, aber du weißt, was da noch drin steht in dieser Liste. Und da war es nicht anders. Da haben auch alle lange drüber geredet. Ja, das ist wahr. Aber nicht so lange, weil Baldur's Gate ja so viel stuppert. Okay, möchtest du das Pflaster ziehen und sagen, welches andere Spiel da vielleicht, was ich meine? Nee, ach so. Weil das, also da ist die Parallele auch von der Spielzeit. Meinst du Elden Ring? Ja, natürlich. Ja. So, wo ist es? Was? Ja, das ist schon okay. Ja, da muss ja noch The Witcher 3 hin, da muss ja noch Cyberpunk hin. Disco Elysium könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht noch höher ist. Persona 5 könnte vielleicht auch noch höher gehen, weil wahrscheinlich für mehr Leute, wenn sie an Rollenspiel denken, sie dann ein klassisches Rollenspiel vielleicht noch höher einschätzen als dann ein Elden Ring, auch wenn sie Elden Ring besser finden würden. 5 ja, ist okay? Schon in Ordnung. Doch, das ist okay. Ja, also Baldur's Gate 3 ist natürlich irgendwie eher klassisch Rollenspiel, weil du füllst die Rolle aus und was du machst und deine Entscheidungen beeinflussen das. Aber Elden Ring ist halt ein Rollenspiel auf eine andere Art und Weise, und zwar, dass du dich in dieser Welt verlierst, genauso wie Skyrim. Weißt du, also klar, geht da auch nicht um krasses Storytelling oder dass ich halt meine Entscheidungen irgendwas beeinflussen, aber diese Welt und dass ich da... Okay, ich bin... Also ich wäre sehr verwundert gewesen, wenn es gar nicht mit drin gewesen wäre, ja, das aber... wäre so, gar das nicht gegangen. Find ich okay. Na gut. Elden Ring kann man schon rauslassen. Truly great story. Ja, das wird wahrscheinlich Platz 2 sein, muss. Oder? Ja. Ja, sehr gut. Sehr ich kann gut. Nichts dazu sagen, weil ich habe Witcher 3 immer noch nicht gespielt. Also, dreimal angefangen. Es ist, ja, ich... Ich warte bisher noch auf ein Spiel mit gutem Gameplay. Ich sehe, dass man da nicht so leicht reinkommt. Elden Ring ist schon okay. Aber ich habe es zweimal komplett durchgespielt und es ist... so gut, die Sidequests. Wenn Elden Ring einfach der Limgrave, dann Caelid und die finale Stadt gewesen wäre. Und der ganze Kram im Untergrund. Wenn das ganze Spiel gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja Leute, 10 von 10. Aber es existiert noch der ganze Rest. Und so schön erzählt, das Pacing ist gut, es ist alles so. Du könntest aus Elden Ring so ein, ja. 10, so ein 10 von 10 Spiel machen, auf jeden Fall. Aber ich sag jetzt in Bezug auf Witcher einfach mal Cyberpunk.
Okay, Cyberpunk okay. ist nicht drin. Okay, komm, dann machen wir jetzt mal mit ein bisschen Klassiker-Kram. Da bin ich fast schon, ich will nicht sagen positiv überrascht, aber ich bin überrascht auf jeden Fall, weil da hätte ich gedacht, dass das auch sehr viele Leute jetzt auch nochmal mit Phantom Liberty gespielt haben. Aber es kann sein, dass es vielleicht zu nah an Baldur's Gate 3 dran lag und deswegen weniger Leute gespielt haben, als ich gedacht hätte in der Redaktion. Weiter. Chrono Trigger. Ja. Okay. Sehr gut. Okay. Platz 6. Ja, mir fällt keiner mehr ein. Würde ich mich jetzt auch. Also mich würde wundern, wenn noch eines von den Super Nintendo RPGs höher kommen würde. Weil Chrono Trigger ist von den Sachen das, was auch immer alle Leute kennen. Ja, ist bei mir same. Ich habe noch ein Spiel und dann ist vorbei. Deswegen nehme ich jetzt mal meinen Pick und mein favorite RPG of all times, Mass Effect. Why does everyone call you Joker? It's a lot shorter than saying a Das ist halt die Frage, was sie dann nehmen würden, ne? Bei Mass Effect. Weil du hast natürlich dann Leute, die eher so aus dem klassischeren Rollenspielbereich kommen, die dann Mass Effect 1 präferieren. Und dann hast du Leute, also vor allem alle, die mehr auch aus dem Konsolenbereich gekommen sind, waren dann wegen den spielerischen Komponenten, fanden halt Mass Effect 2 besser. Vielleicht gibt es auch Leute, die dann eben den Dreier präferieren. Ich glaube mittlerweile, so nach hinten raus. Nee, weil ich weiß noch, als die jeweils rausgekommen sind, als der Zweier rausgekommen sind, war es wirklich so, oh mein Gott, das ist so viel besser als Mass Effect 1. Und oh, das kann man ja heutzutage gar nicht mehr spielen. Und nach hinten raus, je älter diese Trilogie wird, desto mehr habe ich immer das Gefühl, dass die meisten Leute Mass Effect 1 präferieren. Alliance Flight Lieutenant Jeff Moreau. Plus I love to make little children laugh. I was just thinking how much you Ich finde es immer noch so insane, dass das Seth Green ist. Ja, auf Platz 3. Ach, da machen wir jetzt auf einmal die Reihe. Da machen wir, was ist denn bei Final Fantasy? Oder bei Witcher? Oder bei Baldur's Gate? Oder bei Elden Ring? Ich meine, das ist ja theoretisch auch, ja, okay, ist ein eigenes Ding, aber dann könntest du auch Elder Scrolls Reihe machen. Das fühlt sich ein bisschen gecheatet an. Das fühlt sich ein bisschen nach an, so, oh, wir haben sehr viel Mass Effect bekommen. Das war dann, das eine war 1, das war 2, das war 3. Das ist sehr gut. 1 bis 3. Weil dann ist so, zählt Final Fantasy als Reihe? Natürlich, Andromeda ist existent. Aber, ja. Ja gut. Ein Spiel hatte ich noch im Kopf. Einfach Legendary Edition genommen, das finde ich, das ist feige. Das finde ich, ist extrem feige. Dann kannst du auch bei Witcher die komplette Trilogie nehmen. Dann kannst du auch Dragon Age Trilogie sagen. Und natürlich muss Final Fantasy in diese Liste sein. Klar. Die Frage ist, Final Fantasy, die sind ja sehr losgelöst, da muss man jetzt einen Teil nennen. Ja. Und das wird schwierig. Ja, ich würde sagen, dass die meisten Leute einfach aus Reflex 7 sagen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, 10. Based wäre, wenn es 9 wäre. Ne, weil ich muss halt gucken, weil da sind halt Leute, die ein bisschen älter, ein bisschen jünger sind. Und dann könnte 10 auch tatsächlich. Also entweder 7 oder 10, weil ich glaube, andere sind dann zu sehr spezieller, habe ich das Gefühl. Ich sag 7. Aber 7 ist es. Aber ich glaube, wenn Leute dann auch diese Listen machen, dann ist es halt so, oh, ich mache ein Final Fantasy da drauf und dann hast du auch so, weil 7 generell auch aktueller ist und ne, auch dann besser an oder was heißt besser angesehen, aber das populärere ist, dann landen die meisten Leute, habe ich immer das Gefühl, auch automatisch dann dort. Should have asked for more money. Die meinen jetzt das Remake? Bro, bitte nicht. Bro, no, 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 no. Ah, okay, alt. Plus Re. Okay. Also, entweder, mal ganz im Ernst, entweder wir machen eine klare Regelung oder wir lassen diesen Scheiß sein. Weil das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist nicht nachher, oh ja, wir haben dann nicht gedacht und jetzt müssen wir zusammenzählen, ansonsten würde das irgendwie vielleicht rausfallen oder weiter nach unten sein. So, dann mach klare Regeln. Dann sag eine Reihe oder ein Teil. Ja. Und Remake. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Es gibt keine Regeln bei Geld. Ja, das macht mich wahnsinnig. Sowas macht mich wahnsinnig. Das würde bei mir nicht passieren. Schwierig, weil die Nein. sehr unterschiedlich sind. Ja, genau. Aber 7 ist halt einfach alleine die Story. Alter, dieses Hess. Ich kann das. Ich weiß, es ist wenigstens vielen Dank. Vielen Dank, es ist wenigstens 4 zu 3. Es ist nicht irgendein komischer Widescreen-Patch oder so.
Deswegen, ich darf mich nicht beschweren. Aber ich darf einen Wunsch äußern. PS1-Footage? Bitte? Ich finde, das sieht einfach grauenhaft aus. Das sieht einfach, diesen verschwommenen Hintergrund und dann die komplett glasklar modellierten Charaktere. Ich finde, das passt einfach nicht zusammen. Storyline ist halt einfach ein verdammter Klassiker, der sich in jedem Gedächtnis eingebrannt hat. Magst du Final Fantasy VII Remake nicht? Ich finde, es ist weit davon entfernt, eines der 10 besten Rollenspiele aller Zeiten zu sein. Darum geht es hier in dieser Liste. Ist halt vollkommen zu Recht da drin. Und vor allem, wenn sie dann das Remake über das Original gestellt hätten in so einer Liste, das fände ich halt ein bisschen absurd dann. Sehr gut. Der mir gerade eingefallen ist, bevor ich ihn vergesse. Ja? Wahrscheinlich ist es nicht drin, aber da wir eben vom Mass Effect geredet haben. Es ist halt wieder, und das wird wahrscheinlich immer so sein, deswegen auch da erneut wieder der Vorschlag, lasst von separaten Leuten diese, ne, mach die Gregor-Rollenspiel- Liste. Mach die Trans Monster Hunter Liste. Meine Top 10 Monster Hunter Spiele. Sie müssen die Top 10 Monster von Trant erraten. Und dann sitzen da Leute und sind so, okay, Rathalos, mehr weiß ich nicht. Dragon Age. Ja, dachte ich mir schon. Was bleibt denn jetzt noch? Du hast noch. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir ein bisschen schnell feuern, ne? Okay. Ich sag mal, weil ich es gerade einfach abgöttisch liebe, Dragon's Dogma 2. Okay. Aber Teil 1 vielleicht? Okay. Ja, das niemals. Niemals. Terranigma. Diablo. Ja, Gothic 2 hat noch keiner genannt, ne? Okay, dann nicht. Ist Monster Hunter eigentlich ein Rollenspiel? Ja, Monster Hunter. Also Monster Hunter World? Da wüsste ich jetzt einen, der 10 Punkte gegeben hätte vielleicht. Hallo, ich bin der Trant und mein absolutes Lieblingsspiel von der ganzen Welt ist Monster Hunter World. So klassisch eher so Richtung CRPG, Disco Elysium. Oh, ist drin. Nice. Okay. Ist ehrlich gesagt bei mir aus meiner Liste knapp rausgeflogen. Es ist halt auch ein super Spiel, aber ich habe halt so Sachen, die in meinem Herzen und vor allen Dingen meiner Spielzeit wesentlich weiter oben rangiert haben. Und deshalb musste ich dummerweise, obwohl das ein tolles Spiel ist, auch wahnsinnig genial erzählt, musste ich das halt rausnehmen. Aber es ist natürlich vollkommen zu Recht. Das musste natürlich irgendwie an Sachen weichen. Ja, ich kenne die Liste von Gregor. Deswegen meinte ich, es wäre sehr lustig, weil es dann noch einfach rauskäme, wer von denen nie die Videos von ihm geguckt hat. Okay, was haben wir jetzt noch nicht erwähnt? Mann. Das war wirklich, dass die noch nicht. Leute, ihr seid ein. Also ich habe ja auch keinen Gothic 2 gespielt. Aber ich bin deutsch genug, um zu wissen, dass man bei einer deutschen Rollenspielliste Gothic nennen sollte. Achso, ja. Guckst du meine Liste? Du hast auch keinen Fallout bisher genannt. Ja, safe habe ich noch irgendwas von meiner eigenen Liste. Ja, so Fallout 4, Gothic 2 wären eigentlich noch gut. Oder Persona 5. Oh nein! Ich dummer Idiot. Persona natürlich. Ja, Ja, ist schwierig. Also ich sag natürlich 4 Golden. 5? Ja, was denn sonst? Was sollte denn sonst auf einer Top 10 sein? So, Persona 3 haben wahrscheinlich eine, also vor dem Remake maximal eine Person aus der Redaktion gespielt. Persona 4, maybe 2 oder 3. 5 haben alle gespielt. Persona Style Kit wird eure nächste Bingo-Party zum echten. Yo, danke Andrew für das Abo. Oma, bist du ready? Opa, bist du ready? Nee. Können wir wenigstens aus den Top-Listen diese Skits rauslassen? Dass ich davor bewahrt werde? Oder einfach so eine Triggerwarnung am Anfang oder so gerne, dass ich zumindest Bescheid weiß und nicht jetzt so überrascht werden muss? Nee. Ich hätte 3 oder 5 gesagt. Also ja, Persona 5, jetzt objektiv betrachtet, hat irgendwie... Ich prügel dieses Wort der ganzen Spieleindustrie irgendwann raus. Die besseren Dungeons, weil sie nicht ganz so lame sind wie bei 4. Bei 4 sind sie ja eben noch diese random generated Schlauchscheiße. Okay, Sabine. Ich verbiete einfach dieses, bis Leute lernen, was das tatsächlich bedeutet, verbiete ich einfach dem kompletten, auch international. Das ist nicht nur ein deutsches Ding. Ich verbiete einfach international dem Spieljournalismus dieses Wort.
Hat aufgelöst. Weil. Okay, ich habe noch eins, was wir nicht genannt haben. Ich auch. Oh Mann, das ist wichtig. Wir kommen jetzt schon in die Tränen. Ja. Secret of Mana. I'm sorry. Alter, diese Redaktion! Ich hab nichts anderes gemacht die letzten verdammten Jahre, als euch alle zu indoktrinieren, dass Secret of Mana das beste Spiel der Welt ist. Ich hab's in meiner Liste. Ich weiß, du schrei ich nur an, weil du gerade vor der Kamera. Du hast es auch gewählt. Tim? Aber Basti, Secret of Mana ist doch nicht eins der 10 besten Rollenspiele. Natürlich! Na klar, weil du musst es natürlich... Nein, ich habe einfach stattdessen alle From-Software-Spiele genommen. ...betrachten. Heutzutage nicht mehr. Es war auch nicht auf meiner Platz 1, bin ich ja ehrlich. Aber historisch betrachtet ist es ein Meilenstein. Also ich habe auch nur noch eine Idee jetzt und das wäre Fallout. Ich meine, Hot Take, I don't know. Secret of Mana 1, ganz okay. Keine Ahnung, ich find Secret of Mana 1 ist so maximal eine 8 von 10. An einem guten Tag. Also es ist immer noch ein gutes Spiel. Aber ich verstehe nicht, wie das teilweise so als das 10 von 10 Ding dargestellt wird. Was ist denn? Ich hab kein Problem. Mir geht's darum, dass es einfach nur ein Normie-Pick ist. Es ist kein interessanter Pick. Was ist dein Problem mit Persona 5? Los! Ich mag Royal. Ich finde Royal super. Mir geht's einfach nur darum, dass es halt kein Überraschung, dass es halt ein langweiliger Pick ist. Hi. Gar nicht. Auch gar kein anderes. Aber gut, dass du nach dem Teil... Was? Ich dachte, mit Bodenständig hat er den Ruhrpott gemeint und deswegen Gothic. Undertale. Oh. Bodenständig? Aber was ist denn dann Bodenständig für ein Tipp? Ich dachte tatsächlich, dass es auf den Namen bezogen war. Gothic. Sag mal, ist das ein Gesicht oder ein Hintern da vorne an deinem Kopf? Okay, du hast es so gewollt. Es ist mal wieder Zeit für Schläge. Wenn du es sagst. Legendäre Synchro. Einfach wie so, als Selbstverständlichkeit. Ja, dann ist mal wieder Zeit für Schläge. Ja. Nicht da. Alter, ich kenne die Redaktion besser als die Redaktion sich selbst. Zu easy. Das ist einfach top, was sind die 10 besten Normie-Picks? Dann wird das bei rauskommen. Das ist halt nicht ein interessantes Ding dabei. Das hatte ich eben auch gesagt. Ne? Wenn sie ein Super Nintendo-Ding drin haben, dann ist es Chrono Trigger. Final Fantasy wird dann 7 sein. Ich glaube, das Einzige, was ich nicht genannt habe, war Mass Effect. Das war das Einzige, was ich nicht genannt habe. Aber da haben sie ja eh gecheatet, weil sie es als Reihe genommen haben. Es ist 7 plus Remake. Da ist ein Plus dran. Da ist ein Plus dran. Warte, ich zoome mal kurz ran. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ja, ich habe keinen Bock, den Bildschirm neu einzustellen. Aber ja, da ist noch ein Plus. Das kommt da immer dabei raus. Das ist du... Wenn du jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, du müsstest da schon vielleicht 10 Leute fragen, die spezialisiert im Rollenspielbereich sind. Um da was Interessantes rauszukriegen. Ja, ich hab das schon bei den letzten Videos gesagt. Das ist einfach durch das Setup gegeben. Es ist immer ein Popularity-Contest. Es ist immer das, was die meisten Leute gespielt haben oder ihnen auch, was ihnen in Erinnerung geblieben ist, auch weil es die ganze Zeit in popkulturellen Relevanz hat. Ne, das ist immer so. Chrono Trigger ist auch ein Spiel, da wird die ganze Zeit drüber gesprochen, deswegen vergisst du es auch einfach nicht. Es kann sein, wenn du nochmal drüber nachdenkst länger und du kriegst Sachen präsentiert, dass du dann denken würdest, oh ja, stimmt, Terranigma fand ich irgendwie besser oder sonst was. Aber Chrono Trigger ist dann auch vielleicht ein Ding, wo Leute eher dran denken.
Ja, Recency. Ich meine, Baldur's Gate 3, von dem, was da Leute sagen, ich habe jetzt da nichts dagegen, dass es in der Liste drin ist oder so. Aber der, das ist halt auf Platz 1, das ist definitiv Recency Bias. Björn, einfach Gatekeeper der Normies. Es ist einfach, ich finde einfach Gatekeeper von solchen Listen. Das ist einfach die Sache. Ich finde ja Listen an sich interessant, aber es muss halt. Mich würde viel mehr interessieren, was jede einzelne Person genommen hat, als diese Gesamtliste. Weil die Gesamtliste ist auch immer einfacher zu erraten als eine Top 10 von einer jeweiligen Person. Außer du kennst sie gut. Und dann ist es aber auch interessant, basierend auf den. Na, dass du dann so, okay, ich kenne, ne, ich habe so ungefähr deinen Geschmack im Kopf, lass mich mal da die 10 Sachen rauspicken. Und dann wirst du auch interessantere Picks haben. Weil dadurch, dass das zusammengerechnet ist, es ist quasi, wenn jede Person, na, du nimmst dann 5 davon, hast du drauf, und dann hast du 5 Picks, die irgendwie super cool interessant sind. Aber dann haben die eben keine anderen Leute drauf und dann fällt es aus der Liste raus. Du wirst von so einer Gruppenliste nur interessante Sachen haben, wenn du tatsächlich zu Leuten, wenn diese Gruppe nur aus Leuten besteht, die sich halt sehr tief mit der jeweiligen Thematik befassen. Dann wirst du was anderes rauskriegen. Aber so finde ich es halt immer interessanter, wenn es einzelne Listen von den jeweiligen Leuten wären. Ich meine, du kannst bei einem Wrestling-Spiel verargumentieren, dass es auch ein Rollenspiel ist, zumal du ja auch literally eine Rolle einnimmst da drin. Eine Top 10 Indie-Games? Stimmt. Ich meine, du hättest wahrscheinlich dann auch so Sachen, dann hättest du halt Sachen wie Undertale ganz, ganz weit oben garantiert. Oder du hättest auch, glaube ich, eher Recency Bias dann. Das ist dann Leute, die sich daran erinnern. Du hättest vielleicht, ne? Ich glaube, da könntest du dann eher. Wenn du jetzt zum Beispiel gerade diese Liste machen würdest, dann würden wahrscheinlich sehr viele Leute Animal Well reinpacken. Und dann frag aber nochmal in 5 Jahren. Wenn du die Liste in 2012 gemacht hättest, hätten noch garantiert alle Leute Fess reingepackt. Ich glaube nicht, dass heutzutage Fess auf einer Top 10 Indie-Liste noch auftauchen würde. Ja, Hades, Hollow Knight, ne? Celeste könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Das ist eben immer die Sache, wenn du machst das dann auch zu breit gefächert, das ist immer so das Problem. Weil wenn du halt auch, wenn je breiter du ein Feld aufstellst, desto schwerer ist es auch Beispiele zu nennen. Und es wäre zum Beispiel interessanter, wenn du den Leuten, ne, du sagst denen hier, macht mal eine Liste eurer 10 besten sowas und so. Und wir haben euch schon mal eine Liste von 1000 oder von 100, 200 Spielen rausgesucht, dass ihr die nochmal drüber gehen könnt, damit du dann so, ah ja, stimmt, ah genau. Weil wenn du mich jetzt fragst, was sind deine Top 10 Rollenspiele, es würde auch eine uninteressante Liste sein, als wenn ich da jetzt nochmal in mich gehen kann und nochmal nachgucke, was habe ich denn tatsächlich gespielt, weil dir fallen einfach ein paar Sachen nicht ein, weil du seit längerem nicht drüber nachgedacht hast, auch obwohl du sie vielleicht für die besseren Spiele halten würdest. Das ist halt auch nochmal ein Faktor. Ja, Rollenspiel, ich meine, wie gesagt, ich finde, das ist kein schlechtes Format. Ich finde nur, genauso wie bei dem 30 Sekunden über, du könntest es einfach mit besseren Regelwerken interessanter machen. Fest ist auf allem. Außer auf der Xbox One. Lustigerweise. Weil es gibt keinen Port. Ich weiß nicht, ob Fest abwärtskompatibel war. Aber Fest hat tatsächlich keinen Port gekriegt. Fest hat einen PS4-Port bekommen. Aber keinen Xbox One. Ja, und ist nicht abwärtskompatibel. Das hat keinen Xbox One-Port. Aber es ist auf dem PC, es ist auf der PS4, somit auch auf der PS5. Ich weiß nicht, ob es auch. Es war auf der PS3-Liste, war es auch drauf. Ja, ich musste. Ja, Switch, PS4, Microsoft mehr. Das ist.
Auf allem drauf, nur nicht aktuellen Xbox-Konsolen, was halt extremst lustig ist. Weil es ein Xbox 360 Launch-Titel war. Und danach ist es dann auf den PC gekommen, obwohl ja Phil Fish zuerst keine PC-Version machen wollte, weil PCs are for Spreadsheets. Ne, PS3 ist dann auch noch rausgekommen. Dann hat es Ports für die PS4, Vita, iOS und die Switch gekriegt. Ist damit auf allen aktuellen Systemen, außer auf den aktuellen Xbox-Systemen, wo es ursprünglich exklusiv rausgekommen ist. Ne, hier sieht man die Reihenfolge. Ist halt super ironisch. Ist das Bruce Willis Game RPG? Dafür müsste ich Apocalypse nochmal spielen. Aber eigentlich nein. Das war doch ein sehr lineares, kurzes Action-Ding, oder? Third-Person-Action-Game. Naja. Gut, Leute. Genügend aufgeregt heute. Also, wenn ich eine Sache gemacht habe heute, dann war es definitiv, mich aufzuregen. Marin Kahn reg ich mich auch. Ich weiß nicht, warum das jetzt reingeworfen wird, aber ja. Ist ein Persona 3-Meme. Mach mal Pulscheck bitte gleich. Mein Puls ist niedrig. Die Sache ist, ich reg mich dadurch ab. Ich bin danach dann ruhig. Ich reg mich dann auf und danach ist... Ich habe absolut niedrigen Ruhepuls gerade. Ich lasse das dann einfach alles raus und dann bin ich... Und dann bin ich wieder beruhigt. Wut anzustauen ist auch ungesund, deswegen helft ihr mir ja regelmäßig, sie rauszulassen. Eine Runde Games und vorm Einschlafen. Ich gehe jetzt essen. Ich gehe jetzt essen und dann gehe ich tatsächlich noch arbeiten. Dann mache ich hier das Ding. Lass mal einfach nochmal durchlaufen. Alter, damit es noch zu Ende ist. Ja, gut, ist auch schon. Ja, zwei. Also, ey, ich mag deutsche Spiele, Piranha Bytes, knuffige Firma, ich drück denen alle Daumen. Aber gegen Secret of Mana, es tut mir leid. Das geht das nicht klar. Auch schon. Ey, Gott, ich zwei viel geiler als Secret of Mana. Nein, nein. Ich hoffe, arbeiten ist Yu-Gi-Oh! Grinden. Nein, 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 nein. Nein. Nein, 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 alles nur nicht Yu-Gi-Oh! Spielen und alles nur nicht außer YouTube-Sprache umstellen. Oh. Alles klar, Leute. Schöne Nacht euch.